Moin Moin zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Wir. Das ist super. Wir haben Dinos. Die müssen wir auch verlegen, weil sonst bekämpfen die sich gegenseitig. Wir wurden dazu angestiftet, hätte ich beinahe gesagt, ein Gehege zu bauen. Und dann werden wir auch die Dinos verlegen. Jetzt werden wir das. Okay. Kann ich gar nicht größer bauen? Ach so. Das sind einzelne Elemente, die wir immer bauen können. Gut, da können wir nicht weiter bauen. Dann bauen wir einfach hier weiter. Und bauen hier auch nochmal so ein richtig schönes, großes Gehege hin. Komme ich? Ja, voll. So, dann werden wir gleich die drei Pflanzenfresser nochmal verlegen. Genau. Genau, nimm mal erstmal einen Schluck. Damit die sich nicht bekämpfen. Jetzt will ich. Ach, jetzt verfolge ich gerade den. Bau ein neues Gehege, Transport, genau. Isoliere die folgende Spezies. Genau, die würde ich jetzt gerne verlegen. Transport. Kann ich nicht. Muss ich die jetzt auch schon wieder extra betäuben? Ist ja doof. Will ich ja gar nicht. Werde ich aber wahrscheinlich müssen, ne? Wie lange pennt der noch? Also der ist schon wieder topfit. Der andere Dino. Ach, da stand's eben. Nee, doch nicht. Ja, dann werden wir die halt nochmal betäuben. Oder wir verlegen den hier. ist aber wahrscheinlich vom Spiel gar nicht so vorgesehen, ne? Aufgabe hinzufügen. Nee. Transport. Kann ich? Oh oh. Ich will. Nein, nein, nicht kämpfen! Böser Dino! Böser Dino! Direkte Steuerung. Gib mal Gas. Aber wenn ich den jetzt. Komm, auseinander! Auseinander! Böse Dinos! Böse Dinos! Nein! Danke! Du sollst da schön bleiben. Tja! Ich. Am liebsten würde ich ja den einen einfach. Obwohl, da haben wir schon für die Fleischfresser. Dann werden wir den einfach nochmal betäuben. Piu. Bleib stehen! Böser Dino! Kommst du her! Der Helikopter dreht sich aber auch nicht so schnell. Baff! Ja, 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 ja. Und er ist ohnmächtig. Denn bevor die sich da gleich kappeln. Treffer! Noch ein Treffer! Noch ein Treffer! Komm, schlaf ein! Böser Dino! Jo! Der dritte! Nee! Ihr kommt euch schon wieder ins Gehege, ey. Lauf! 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 Perfekt! So. Du kannst zur Basis zurück. Einmal den hier hin, bitte. Den hier auch hin.
Und den packst du mal dahin. Dann müssen wir gleich das Gehege wahrscheinlich verschönern. Wie, ihr kappelt euch nochmal. Böse Linus. Ganz, ganz böse Linus. Jetzt habe ich sogar drei Helikopter. Ist ja cool. So, dann hast du wieder deine Ruhe. Genau. Pen mal eine Runde, dann geht's auch gleich besser. Umgebung. Wasser. Wasser ist wichtig. Hier habt ihr schon mal ein bisschen Wasser. Hier könnt ihr gleich saufen. Okay. Entspricht sogar deinen Wünschen oder was? Einsam? Nee, du kriegst gleich Besuch. Also du kriegst gleich Freunde. Ja. Lieb von dir. Oh. Das hinkt noch ein bisschen. Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Situation verbessert. Ich bin zuversichtlich, dass wir das in den Griff bekommen. Aber ich mache mir auch Sorgen. Insbesondere um die Biodiversität. Doch jetzt sollten wir die Saurier erst einmal in Sicherheit bringen und zusätzliche Beobachtungsgalerien zur Überwachung der Tiere bauen. Okay. Gleichen Art bilden ein Territorium um sich herum, während sie sich bewegen. Okay, interessant. Saurier beobachten bei der Bestimmung ihre Komfortstufe nur den Bereich innerhalb ihres Territoriums. Okay. Territorium, das nicht häufig besucht wird, schrumpft im Laufe der Zeit, um den neuesten Änderungen der Umgebung der Saurier zu entsprechen. Das heißt, du hast jetzt wahrscheinlich andere Werte. Nö. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du säufst erstmal, ne? Zweimal betäubt zu werden ist auch nicht allzu lustig. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja, ich weiß. Forschung. Wo möchtest du das denn hinhaben? Oder in irgendeiner Anlage, bist du dir sicher? Okay. Nur wenn du meinst. Das hat jetzt keinen Strom, oder? Oder keinen Weg. Aber hier ist doch ein Weg. Weg. Ich baue einfach mal Wege. Also für mich hast du einen Weg. Hast du nicht. Jetzt hast du einen Weg. Sichtbarkeit. Mit der Sichtbarkeit kannst du feststellen, ob deine Gäste deine Saurier vom Gebäude aus sehen können. Okay. Sichtbarkeit. Überprüfe den Ansichtsmodus für die Saurier. Sichtbarkeit, um Lücken in deiner Sichtabdeckung zu identifizieren. Bereiche und beliebte Gebäude mit Sichtbarkeit werden voraussichtlich mit Gästen befüllt. Plane deinen Park dementsprechend. Aha. Jetzt sollen wir für mehr Komfort sorgen, oder was? Krank? Fehlende. Okay. Boah, du machst das schon, hätte ich beinahe gesagt, ne? Also wir sollen jetzt für
Wasser ist okay. Umgebung kombinieren. Geht es hoch? Nee. Da kriegst du ein paar Pflanzen. Aber das war das Falsche, oder was? Das ist blau hinterlegt. Ah. Hahaha. Wie, ihr bekämpft euch. Böse, böse Dinos. Ja, Wasser könnte ich auch noch ein bisschen mehr machen. Ihr wollt noch mehr Wasser. Ihr kriegt auch mehr Wasser. Die kappeln sich. Habe ich erreicht. Gibt sogar... Also Komfort ist 100%. Gesundheit? Jo, ich habe sogar 100% erreicht. Cool. Du möchtest ausbrechen? Oder wie ist das? Treibstoff und Nahrung. Stromaggregatoren brauchen im Laufe der Zeit Treibstoff. Je nachdem, wie viel Strom sie erzeugen. Okay? Ranger-Teams, Einfangteams und bla 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 verbrauchen auch Treibstoff. Das habe ich mir schon gedacht. Kannst du bei Bedarf über den Gebäude-Info-Bildschirm nachfüllen. Okay. Kein Strom mehr. Oh, oh. Ja, ich möchte gerne Treibstoff nachfüllen, aber wenn du mir hier da zu viele Infopoints aufballerst, weißt du, dann wird das ganz schön schwierig. Opferaggregatoren sorgen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Auffüllen. Ach, weißt du was? Wir haben die Kohle. 100%. Es ist wieder Strom da. Nicht, dass ihr kleinen Hüpfer ausbrecht. So, Beobachtungsposten. Jetzt wird's interessant. Anlage. Die halten sich ja eher da hinten auf, ne? Zock. Hihi. Halten sich ja wirklich. Kann ich das drehen? Hm. Wenn ich mich jetzt selber drehe, dreht sich das denn selber? Nee, auch wieder nicht. Das ist ja doof. Platzieren zurück, nach links drehen, Y. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Du hast keinen Weg? Das ist aber komisch. Ich dachte, du hättest einen Weg gehabt. Zack. Weg ist vorhanden. Gebäude. Da so viele Tiere frei herumlaufen, müssen wir so viele wie möglich einfangen. Wir können unsere Bemühungen von einem Expeditionszentrum aus koordinieren. Aha. Lass uns eins bauen. Und dann sehen wir weiter. Ja. Warum denn? Okay, da kann ich es wahrscheinlich eher nicht bauen. Dann baue ich hier hin. Wie geht da lang? So, bitteschön. Ich brauche einen Weg. Zack. Die sind aber schnell im Bauen. Also so schnell bin ich nicht. Bei mir soll das ein bisschen länger, ein Dach einzudecken. Die kappeln sich schon wieder.
Muss ich hier nicht auch noch eine Ranger-Station oder so hinkleistern? Wo meine ich das denn? Anlagen? Nee, hier nicht. Ich kann die Saurier verfolgen, aber zu ein bisschen Hilfe Ranger-Posten. Sag ich nicht nein. Claire meinte, es gäbe da ein paar Kandidaten. Wissenschaftler. Hoffentlich ist da einer, der so hart im Nehmen ist wie ich. Wissenschaftler sind wichtige Angestellte, die Spezialaufgaben übernehmen. Okay. Durchsuche die Rekrutierungsseite, um zu sehen, welche Wissenschaftler angestellt werden können. Wissenschaftler haben drei Arten von Fähigkeiten. Logistik, Genetik und Wohlbefinden. Dann ist es plus wohl Wohlbefinden. Das wird wohl. Für mich ist das immer so eine Forschungsflasche, aber. Na gut, ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen. Logistik, das Zahnrad kommt nahe. Jede Aufgabe hat eine Reihe von Fähigkeitsvoraussetzungen, welche die zugewiesenen Wissenschaftler erfüllen müssen. Okay. Das Überschreiten einer speziellen Fähigkeitsvoraussetzung verringert die Dauer der Aufgabe. Mhm. Ich würde aber auch gerne. Wo ist denn mein Ranger? Ranger Team 1. Kann ich nicht ein zweites noch? Skin wechseln? Nö. Ah, vielleicht kommt das ja später. Kann auch sein, ne? Ja, deaktivieren? Nee. Auffüllen auch nicht. Kann sein, dass später erst eins kommt. Sind das jetzt schon Besucher? Oder sind das doch Angestellte? Das sind Besucher, ne? Ist das dein Ernst? Ist das denn? Das sind Besucher. Ja, hier müssen sie ein bisschen weiterlaufen. Mann, gut. Interessant. Wissenschaftler. Neu hinzufügen. Du Logik 2 von 8. Das ist aber nicht allzu toll, ne? 3 von 5. 5 von 10. Also da ist. Für mich persönlich, ne, wer sich ein bisschen mit Bruchrechnung auskennt, 3 von 5 ist mehr als 5 von 10. Also 3 Fünftel sind mehr als 5 Zehntel. Also der kann 2 Drittel, die kann genau die Hälfte und der kann gar nichts. Also ich bin erstmal für den hier. Bestätigen. Kann ich ja noch einen zweiten, dann wäre ich für die junge Dame. Siehst du das, Claire? Na klar. Na klar. Dies ist unsere erste Gelegenheit für einen Lebendfang. Das müssen wir sehen. Weise dem Wissenschaftler, den du gerade eingestellt hast, diese Aufgabe zu. Auf jeden Fall. Oh, bist du da? Du bist noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ja, gute Idee. Was haben wir zu verlieren? Naja, außer einem neuen Rekruten. Ich weiß nicht. Nee, nicht entlassen. Aufgabe zuweisen. Saurier. Gebäude. World Datenbank. Okay. Erforsche. Objekte lassen neue Spezies frei. Und spiele jeden Modus, um einen
um neue Erträge freizuschalten. Okay. Jede Freischaltung gewährt Zugriff auf dieses Objekt im Sandkastenmodus. Hm. Wurde auch reingeschrieben, dass man erst das Tutorial, hätte ich beinahe gesagt, spielen muss. Aha. Ein Stegosaurus, das kann ich wenigstens aussprechen. wie weiß ich, Merkmalanforderung. Das heißt, der hier müsste das ja machen, ne? Aufgabe starten. Bevor die Fernfangteams zurückkehren, sollten wir Gehege für die Saurier vorbereitet haben. Wie eine Art Willkommen zu Hause. Kann ich die nicht einfach hier mit reinsetzen? Das sind doch auch Pflanzenfresser. Na, kann ich wahrscheinlich wieder nicht, ne? Gut, dann halt nicht. Ich baue Gehege. Zack, zack. Kein Strom? Kann ja nicht sein. Zack. Zack. Okay. Das ist ein Tor. Ja. Ein Tor. Lebensanfang. 4 von 4 gefangen, okay. Das heißt, ich kriege jetzt 4 neue Dinos. Gib mir 2 Minuten, Saurier transportieren. Hier hin. Ja, ja, mach mal. Ich möchte hier raus aus dem Modus, damit ich noch mehr bauen kann, Mensch. Will er wieder nicht. Er hat doch noch ja keinen Strom. Da kommt er. Da kommt er angefliegt. Ich dachte, du hast 4 gefangen. Du bist ganz schön laut heute. Kann ich da jetzt bitte wieder raus? Nein. Ich will doch noch eine Plattform bauen, Mensch. Achso, ich muss... Ah, aha. Und wieso hast du jetzt keinen Strom? Anlage. Genau, die wollte ich auf jeden Fall bauen. Ja, ja. Süßer Dino. Hat aber auch keinen Strom. Warum nicht? Ja, lass mich doch da. Ich brauche Strom, Mensch. Produktzustellung bestätigt. Das ist schön. Da ist Strom. Das freut mich. Strom. Alter Schwede, macht ihr einen Krach, wa? Ich hab Strom. Auffüllen. Voll. Danke, bitte raus. Super. So, du brauchst einen Weg. Du bekommst einen Weg. Wer nach Weg fragt, bekommt auch Weg. Okay. Wer beobachtet wen? Ich verstehe nicht, Owen. Na, die Saurier beobachten doch sonst immer uns. Also, sollten wir nicht sie beobachten? Ja, sollten wir. Sobald die Saurier in ihren Gehegen untergebracht sind, sollten wir Beobachtungsgalerien errichten. Das meinte ich. Aber du hast es gesagt. Aha. Keine Komfort... Ach ja, ich brauche eine Ranger-Station, wa? Anlage. Nie. Wie? Das. Ne? Geringe Nachfrage. Da
auch, da ist auch eine geringe Nachfrage. Der Weg interessiert mich aber gerade gar nicht so. Karte, wo war denn das? Da! Aufgabe hinzufügen. Viel Spaß. Jetzt würde ich da auffüllen? Nee. Das ist mir nur egal. Ich würde da gerne noch eine Aufgabe hinzufügen. Aufgabe hinzufügen. Wo ist er? Da! Zack. Jetzt hast du 3 von 5. Genau, beobachte sie mal. Dann kriege ich auch Daten und dann kann ich auch das Gehege verschönern für die 4 neuen benötigte Statusprüfung. 4 kleine Stegos. Sichtbare Saurier, 4 Stück. Oh, es gibt Daten. Es fehlt an Komfort. Hier, das wird wieder blau hinterlegt. Dann gibt es hier gleich was. So. Es fehlt Bäume. Ihr wollt echt Bäume? Könnt ihr kriegen, wa? Bin ja bei so. Wasser. Jeder braucht einen Schluck Wasser. Jetzt braucht ihr noch gemahlene Frucht. Ja, hier ist aber. Achso. Hier stelle ich nur den Radius ein. Da steht aber nicht drin, was. Oder ist zumindest nicht blau hinterlegt. Wald habt ihr ja schon. Die auch? Weißt du, ich bin ja gar nicht so. Ahahaha. Ja. Ich hab's gefunden. Hm. 100%. Bitte schön, guten Appetit. Genau, nimm mal erstmal einen Schluck Wasser. Der kommt auch schon angepiest. Alter, haben die einen Brand. Fahrzeug gefährdet. War klar. Böser Dino. Ganz, ganz böser Dino. Böse, böse, böse. Stegos. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind. Also die Stegos sind friedlicher. Wetterwarnung erhalten. Owen, wir haben ein Problem. Ich gebe mir Mühe, Claire, aber so bin ich nun mal. Nicht ich du. Auch. Ach so, die Saurier. Erzähl mir etwas Neues. Okay, wie wäre es damit? Ein riesiger Sandsturm bewegt sich auf uns zu und könnte die Einrichtung auslöschen. Ohne Strom wäre die Sicherheit der Saurier ernsthaft gefährdet. Okay, hör mir zu, Claire. Wir schaffen das. Habe ich dich jemals im Stich gelassen? Eigentlich... Ja. Nein. Und das wird auch so bleiben. Wir werden alles tun, was wir können.
Wir haben Schlimmeres überstanden. Fast ist schon ein bisschen Sand. Mhm. Interessant. Cool. Das ist, glaube ich, ein Wasser. Ja. Nee. Doch? Wasserdino? Atenborsaurier. Ich werde es wahrscheinlich immer falsch aussprechen. Das sind Flugsaurier. Genau. Die kenne ich hier. Die Geostern Bigu oder so. Die kenne ich noch nicht. Den kenne ich auch noch nicht. Den kenne ich, glaube ich. Minimi, den kenne ich auch noch nicht. Den kenne ich auch noch nicht. Den Stego, den kenne ich. Den Trizi kenne ich auch. Und den hier unten habe ich auch schon mal gesehen. Strom wollt ihr haben, ne? Auffüllen. Ja, komm, Masse. Ali, gib mir das Unwetter. Ja, 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 ja. Sturmwarnung. Jetzt bin ich gespannt, was das bedeutet. Da ist die Wetterwarnung vorbei. Sandsturm im Gehege. Tja, was soll ich dagegen machen, ne? Ist das laut? Ah, jetzt finden die Besucher auch hier hin. Soundeffekt, oh oh. Ich muss schon sagen, dass mich unsere aktuelle Lage sehr beunruhigt. Ja, mich auch gerade. Lass mich doch in Ruhe. Ich bin ein wenig eingespannt. Also, wer wird die Saurier beschützen? Und unser Personal? Ja, komm her. Natürlich. Das versteht sich von selbst. Wo ist er? Da ist er. Es wäre einfach nur eine Tragödie, diese Tiere wieder zu verlieren. Und mit Tragödie meine ich einen großen finanziellen Verlust. Also im Schießen bin ich nicht so gut, wie ihr schon festgestellt habt. Lass mich doch, dreh dich doch! Nun, eigentlich genau. Böser Dino, lass die Menschen in Ruhe. Da! Perfekt. Ja, den Plan kann ich befürworten. Und später ja, ja. Geh, ich will. Maus! Komm, danke, Transport. Den da. Ich hätte vielleicht erstmal das Gehege reparieren sollen, oder? Öffne deine Schutzräume bei gefährlichen Stürmen und Sauri-Ausbrüchen um einen... Diese Infos, mal ganz ehrlich, die können sie sich mal betäubt, ja, ja, das habe ich ja schon, und transportiere ihn zurück, ist das wahr. Turbensaurier können Teile des, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Denn lass mich das doch machen. So, jetzt brauche ich da Ranger. Ranger, lass mich, danke. Ist das laut, ey. Aufgabe hinzufügen. Geht das so? Gib Gas da. Mhm. Schön, der Zaun ist aber noch nicht repariert. Weil der Ranger nicht aus der Pette kommt. Steht lieber vom Tor. Böser Ranger. Genau, B.
bitte nimm deine Arbeit wieder auf. Vor allen Dingen, warum musste der Dino unbedingt da ausbrechen? Ja, wieder Vollkäse. Tja, Ranger, jetzt hast du was zu tun da, ne? Saurier? Der Zaun ist fertig. Danke. Dann friss mal. Böser Dino. Ganz, ganz böser Dino. So, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und mir macht das Spiel auch richtig Spaß. Deswegen, ich will es weiterspielen. Solange es Spaß macht, werde ich es auf jeden Fall weiterspielen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Da haben wir gerade die Mission abgeschlossen. Minecraft fällt heute leider aus. Deswegen gibt es ja Jurassic World Evolution 2, weil ich da einfach mehr Bock drauf hatte als Minecraft. 15 Uhr kommt nochmal die Niemandsland. Wer Lust hat, da auch nochmal einzuschalten. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, ciao, ciao. Bye, bye. Bis dann. Wie auch immer. Tschüss.